Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von kreativekiste.de. Heute soll es um das Vier-Wege-Ventil gehen. Zuerst wollen wir uns kurz anschauen, wie ein Vier-Wege-Ventil funktioniert. Und danach habe ich eben einen Schalter vorbereitet. Da wollen wir uns das Vier-Wege-Ventil anschauen, wie sich die Werte verändern, wenn das Vier-Wege-Ventil kaputt ist. Zuerst mal kurz zum Vier-Wege-Ventil selber. Eigentlich schalten wir immer bloß zwei Wege um. Wir sehen es einmal hier bei der Mitsubishi-Grafik, wie eben der Wechsel zwischen Heizen und Kühlen stattfindet. Auf der anderen Seite seht ihr hier in der Grafik, dass beim Vier-Wege-Ventil immer nur der Schlitten unten hin und her fährt und dass der Eingang und der Ausgang im Grunde hier gleich bleibt. Ein Defekt am Vier-Wege-Ventil kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen kann der Schlitten, der hin und her geschoben wird, natürlich mechanisch blockiert sein. Zum anderen kann die Magnetventilspule selber kaputt sein. Die Platine kann kaputt sein, dass wir keine Spannung mehr auf die Spule selber bekommen. Oder natürlich die beiden kleinen Kapillarrohre, wo Heißgas durchgelassen wird, um diesen Schlitten hin und her zu schieben. Das kann natürlich verstopft sein. Ich habe ab und zu mal kaputte Vier-Wege-Ventile, wo der Schlitten dann eben in der falschen Position sitzt. Ich hatte bisher erst einmal, dass das Vier-Wege-Ventil nur so ein bisschen Heißgas durchgelassen hat zur Saugleitung. Das heißt, der Schlitten stand zwar richtig, aber innen drin war irgendwie die Dichtung kaputt oder irgendwas gebrochen, ich weiß es nicht. Und ein bisschen Heißgas ist dann immer auf die Saugleitung. Das könnt ihr eigentlich nur feststellen, wenn ihr eben eine Wärmebildkamera verwendet. Und auf dem Wärmebild sieht man dann so einen ganz hellen, roten, dünnen Streifen in die Saugleitung. Dann schauen wir uns jetzt zuerst ein Defekt des Vier-Wege-Ventil im Kühlbetrieb an. Das heißt, wir haben jetzt eine Ausblastemperatur von ca. 9 Grad. Das ist völlig in Ordnung, weil wir eben mit 27 Grad ansaugen. Laut Mitsubishi Tool haben wir gerade 27 Grad hier drin. Wir haben einen Verdampfungsdruck von 8,6 Bar, was einer Verdampfungstemperatur von 5,6 Grad entspricht. Wir haben eine Einspritzleitungstemperatur von 13 Grad und wir haben an der Saugleitung eine Oberflächentemperatur von 14 Grad. Die 14 Grad sind völlig in Ordnung. Wie gesagt, wir haben hier drin 27 Grad. Das heißt, jetzt sind wir eh gerade im Volllastbetrieb. Wir sehen es auch. Wir haben Kompressor einen Wert von 90. Das heißt, wir fahren die maximale Drehzahl. Und dadurch, dass wir so warm ansaugen, haben wir natürlich auch eine etwas wärmere Saugleitungstemperatur. Ich schalte jetzt einfach hart um. Das tut dem Verdichter jetzt nicht so arg gut, aber wir machen es einfach. Das dauert schön, bis er den Druck ausgeglichen hat. So, jetzt sind wir wieder im Grunde im Normalbetrieb und jetzt sind wir im Heizbetrieb. Das heißt, eigentlich wollen wir kühlen. Wir haben ein defektes Vier-Wege-Ventil, was jetzt im Heizbetrieb steht. Und was wir natürlich als erstes sehen, unser Saugdruck, der ist jetzt auf 26, 27 Bar und die Oberflächentemperatur von der Saugleitung ist sprunghaft auf 45 Grad angestiegen. Klar, wir sind jetzt im Heizbetrieb. Die Oberflächentemperatur von der Einspritzleitung steigt auch, weil das jetzt ja flüssiges Kältemittel ist und wir haben jetzt schon eine Ausblastemperatur von 20 Grad. Ein defektes Vier-Wege-Ventil im Kühlbetrieb sieht man ganz einfach daran, dass wir jetzt im Heizbetrieb sind. Das wird allerdings nicht so sein wie im Heizbetrieb, weil das Expansionsventil vermutlich jetzt an der falschen Position ist. Das heißt, vermutlich ist das Expansionsventil jetzt zwar ganz offen, aber wenn es im Raum nicht so warm ist, hält es weiter zu. Das heißt, wir haben jetzt einfach ein bisschen schlechtere Werte wie im Heizbetrieb. Das sehen wir auch dran. Wir haben jetzt also 18 Bar, das sind 30 Grad und die Oberflächentemperatur von der Saugleitung sind 52 Grad. Ich schalte mal wieder zurück, das ist jetzt nicht so ganz gesund. Klar, weil der Verdichter jetzt schön gegen den Druck läuft, deswegen wird er immer ausgeschaltet davor. Also, wir können festhalten, defektes Vier-Wege-Ventil im Kühlbetrieb, kommt hier einfach warme Luft raus beim Wärmetauscher und wir haben Werte wie im Heizbetrieb. Das heißt, hohe Saugleitungstemperatur, weil es die Heißgasleitung ist und hohen Verdampfungsdruck, weil es natürlich der Verflüssigungsdruck ist. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch im Heizbetrieb an. Ich stelle jetzt also 31 Grad Heizen ein. Ich bin mir jetzt bei der Serie gar nicht sicher, ob die überhaupt anläuft im Heizbetrieb, auch wenn wir 27 Grad haben. Bei Daikin zum Beispiel ist es so, ab einer gewissen Außentemperatur heizen die Geräte gar nicht mehr. Da muss man aufpassen.
wenn man es vor allem für die Übergangsjahreszeit kauft, also Daikin-Splitgerät, dass ihr euch da kein Ei legt, wenn ihr denkt, oh, hier drin hat es 18 Grad, draußen hat es aber schon 22, würde euch das Daikin-Gerät im Heizbetrieb nicht anlaufen. Also da muss man auch vorher ein bisschen sich genau überlegen, wofür brauche ich denn so ein Splitgerät überhaupt. Also es läuft nicht so richtig an irgendwie. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen Kältespray. Und verarscht den Fühler so ein bisschen, dass der denkt, es ist wesentlich kälter. Auch das tut dem Gerät jetzt nicht so gut, weil wir natürlich jetzt da brutal Wärme reinpumpen. Das sehen wir gleich in der verdichte Endtemperatur wahrscheinlich. Ja, also man hört, das Gerät mag das nicht so arg. Wir sind jetzt also im Heizbetrieb, haben aber ganz offiziell den Kühlbetrieb eingeschaltet. Das heißt, obwohl das jetzt unser Verflüssiger sein soll, ist der Verdampfer. Das heißt, im Heizbetrieb kommt hier richtig kalte Luft raus. Das sehen wir auch. Wir haben jetzt gerade 17 Grad und fallend. Und natürlich haben wir jetzt anstatt hier 23, 24 Bar, haben wir jetzt nur 9,5 Bar. Ich muss bloß ausschalten, weil der Verdichter hört sich definitiv nicht gut an. Zusammenfassend kann man also ganz einfach sagen, ein Vier-Wege-Ventil, das an einer Position festsitzt und sich nimmer bewegt, dann habt ihr immer die gleichen Werte. Sitzt das Vier-Wege-Ventil auf der Kühlposition fest, dann kühlt das Gerät wunderbar. Schaltet ihr auf Heizen, dann kühlt das Gerät weiter. Das heißt, obwohl ihr auf Heizen gestellt habt, kommt hier kalte Luft raus und ihr habt einen tiefen Verdampfungsdruck. Sitzt das Vier-Wege-Ventil auf dem Heizbetrieb fest, dann funktioniert der Heizbetrieb wunderbar. Und sobald ihr auf Kühlen schaltet oder die Anlage im Abtaubetrieb ist, kommt hier weiterhin warme Luft raus und ihr habt einen hohen Verdampfungsdruck, obwohl da ja eigentlich gerade der Verflüssigungsdruck sein soll. Wie stelle ich das jetzt fest? Ich persönlich mache das immer so, ich schalte auf den Heizbetrieb und warte, bis die Anlage anläuft. Dann ziehe ich den Stecker vom Vier-Wege-Ventil ab. Ich mache es nicht so, dass ich auf der Platine versuche, an diesen beiden Pins zu messen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie abrutscht und einen Kurzschluss verursacht, also ist mir persönlich da zu hoch und dann habe ich mit Sicherheit eine kaputte Platine. Ich mache das so, ich ziehe den Stecker vom Vier-Wege-Ventil, mache hier zwei Vagos drauf und mache in die Vagos dann mein Messgerät. Im Heizbetrieb ist bei fast allen Herstellern so, dass ihr auf dem Stecker, also auf den Kabeln, von der Magnetventilspule vom Vier-Wege-Ventil 230 Volt messen müsst. Messt ihr hier keine 230 Volt, obwohl ihr im Heizbetrieb seid und der Verdichter anläuft, dann ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit entweder euer Stecker oder eure Platine kaputt, wobei es meistens die Platine ist. Habt ihr 230 Volt an dem Stecker anliegen, natürlich im eingesteckten Zustand, dann klemmt ihr die Magnetventilspule einfach wieder an den Stecker. Danach zieht ihr die Magnetventilspule ab, wohlgemerkt, wenn der Verdichter läuft, und nehmt einen Schraubenzieher und steckt den Schraubenzieher in die Magnetventilspule rein. Dann sollte euer Schraubenzieher so ein bisschen komisch vibrieren, weil er ein Magnetfeld hat. Tut ihr das nicht, dann habt ihr eine kaputte Spule. Alternativ dazu könnt ihr die Spule auch noch durchmessen. Die muss sehr niedrigohmig sein. Das heißt, da habt ihr einen ganz, ganz kleinen Widerstand, weil es ja bloß ein bisschen Kupferwicklung ist. Ich sag mal wieder keinen Wert, weil da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Werte. Im besten Fall habt ihr irgendwo eine Anlage stehen und messt zum Vergleich eine andere Spule. Habt ihr Spannung anliegen und ihr habt ein Magnetfeld über den Schraubenzieher, gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder nehmt eine Dauerspule, zum Beispiel vom Fischer, da haben wir die her, und steckt die Dauerspule mal auf dieses Magnetventil drauf. Dann sollte dieses Magnetventil klack, klack, klack machen. Dann nehmt ihr die Spule und steckt die auch immer wieder drauf und zieht sie ab. Klackt da nichts und das Vier-Wege-Ventil fährt nicht, ist euer Vier-Wege-Ventil ganz einfach kaputt. Um festzustellen, ob das Vier-Wege-Ventil undicht ist, das heißt, dass ihr irgendwo ein bisschen Durchgang habt, habt ihr eigentlich nur die Möglichkeit, dass ihr mit einer Wärmebildkamera, wie gesagt, ich verwende die hier von Flir. Jetzt machen wir es mal so, wir schalten mal ein nochmal in den Kühlbetrieb. Und dann sehen wir jetzt da hinten schon mal ganz gut die Magnetventilspule. Das heißt, da sehen wir, die Spule wird warm und da können wir davon ausgehen, dass es funktioniert. Das ist natürlich mit so einer Wärmebildkamera ziemlich einfach. Also ich verwende die, wenn es geht, immer.
Und jetzt sieht man beim Vier-Wege-Ventil da oben also wunderbar die verschiedenen Temperaturzonen. Und wenn man jetzt noch ein bisschen Platz machen würde mit den Kabeln und so, dann würde man da noch besser hinschauen. Aber so kann man am leichtesten feststellen, ob das Vier-Wege-Ventil in Ordnung ist. Also ob es an einer gewissen Stelle ein bisschen Durchgang hat. Wie gesagt, wenn das Vier-Wege-Ventil auf einer Position fest sitzt, das merkt ihr an den Werten sofort. Aber ob ein Vier-Wege-Ventil wirklich dicht ist, also wenn ihr zum Beispiel einfach nicht auf die Leistung kommt oder ähnliches, dann kann man das wirklich nur mit dem Wärmebild sehen. Und da muss man sich Platz machen, so wie hier, die ganzen Kabel beiseite machen. Und dann kann man eigentlich das nur übers Beobachten rausfinden. Zum Schluss noch der Hinweis, das ist 32 Volt. Da muss ich auf die VDE hinweisen. Ein Vier-Wege-Ventil, ein defektes Vier-Wege-Ventil ist zwar selten, aber es kommt vor.